Hallo und willkommen zur 24. Folge von Kraut und Rüben Videospiele. Ja, ich stehe gerade vom Lichtburg, das ist mein Lieblingskino, weil ich komme gerade aus The Dark Knight Rises, jetzt der aktuelle Batman-Film und der letzte Film aus der Nolan-Trilogie. Und ja, ich kann mit Stolz behaupten, dass ich wirklich seit der 90er, also seit dem ersten Tim Burton-Film, wirklich jeden Batman-Film im Kino gesehen habe, einige sogar mehrmals. Und ja, da ich auch ziemlicher Batman-Fan bin und jetzt auch der Film einen ganz guten Anlass bietet, möchte ich heute mal so ein Batman-Special machen und mir Batman the Movie widmen und so ein bisschen über den alten Tim Burton-Film reden. Aber dafür gehen wir mal in mein Zimmer. Hier drin sind nämlich die Lichtverhältnisse auch ein bisschen besser und dank des Mikrofons ist der Ton wahrscheinlich auch deutlich verständlicher. Und ja, wie ich bereits sagte, möchte ich die heutige Folge so dem ersten Tim Burton Batman-Film widmen, also beziehungsweise dem dazugehörigen C64-Spiel, die natürlich den Kernpunkt darstellt, also die C64-Version der heutigen Sendung. Und ja, Batman the Movie hat für mich, also der Film auch, hat für mich natürlich eine besondere Bedeutung. Batman war damals, da war ich 13, als er 1989 im Kino lief, war mein erster Nicht-Disney-Film, den ich damals im Kino sah. Und klar, auf den damals 13-Jährigen hatte der Film natürlich eine immense Wirkung, zumal es eben, wie gesagt, mein erster Erwachsenenfilm war, den ich im Kino sah. Dementsprechend bin ich natürlich auch bis heute noch ziemlich begeistert von diesem Film. Und ja, deshalb möchte ich auch gleich einmal ganz kurz ein Review zu dem Film machen. Viele Leute, die den Film nicht kennen oder vielleicht den so ein bisschen aus dem Gedächtnis verloren haben. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein wirklich hervorragender Film ist, auch objektiv gesehen, den man ruhig noch mal gucken könnte. 1989 war es nahezu unmöglich, dem damals herrschenden Batman-Hype irgendwie zu entgehen. Selbst wenn man nicht allzu häufig Fernsehen schaute, was damals auch keine Seltenheit war, waren wirklich sämtliche Zeitschriften, Werbeplakate oder Jugendmagazine voll mit Werbung und Berichten über Tim Burtons neuen Batman-Film. Zu Batman selbst brauche ich vermutlich nicht mehr so viel erklären. 1939 hatte die von Bob Kane und Bill Finger geschaffene Figur seinen ersten Auftritt in dem amerikanischen Comic-Magazin Detective Comics und ist mittlerweile fest in der Popkultur verankert. Tim Burtons Batman behandelt seine Tage, als er noch als recht unbekannter Verbrechensbekämpfer durch die Straßen Gothams zieht und vor der Polizei gejagt wird. Was bist du? Ich bin Batman. Bruce Wayne. Unter Batmans Maske steckt Gothams allgemein geschätzter Milliardär Bruce Wayne, dessen Doppelleben nur seinem Butler und Ziehvater Alfred bekannt ist. Wayne bandelt indessen privat mit der jungen Journalistin Vicki Vale an, die, nichts ahnend von Bruce Waynes zweiter Identität, nach Gotham reist, um sich der verbrechensbekämpfenden Riesenfledermaus zu widmen. Gotham Citys Probleme beginnen aber erst, als es in den städtischen Chemiewerken zu einer Schießerei mit Gothams Unterweltgröße Jack Napier kommt. Ein Vorfall, der natürlich auch Batman auf den Plan ruft. Nach einer Konfrontation mit Batman wird Napier von einem Querschläger ins Gesicht getroffen und stürzt in einen Tank mit Chemikalien. Ein Vorfall, der sich nicht nur negativ auf Napiers Hautzustand auswirkt. Nenn mich einfach Joker. Und wie du siehst, bin ich sehr viel glücklicher. Wiedergeboren als Joker beginnen die Probleme für Gotham erst richtig. War Jack Napier schon skrupellos, verwandelt ihn seine Verwandlung in den massenmodischen Joker, der sich als erste Amtshandlung brutal sämtliche Widersacher vom Hals schafft, um sich erfolgreich eine Spitze von Gothams Unterwelt zu morden. Mr. Dent, was halten Sie von der Theorie, dass der mysteriöse Batman-Vollstrecker der Unterwelt sei, der die Verbrecher umgeht? Entschuldigen Sie, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Kann mir jemand verraten, in was für einer Welt wir heutzutage leben? Wo ein Mann, der herumläuft wie eine Fledermaus, die ganze Presse auf sich lenkt? Diese Stadt braucht einen Denkzettel. Besagter Denkzettel besteht dann darin, Gothams Bürger zu ermorden. Wahlweise mit vergifteten Lebensmitteln oder einer Parade mit Giftgas gefüllten Ballons. Er hat die Absicht, alle umzubringen. Steig ein, schnell, in den Wagen, schnell. Natürlich erreicht der Joker damit sein Ziel, Batmans Aufmerksamkeit zu erlangen, was zu dem unvermeidlichen Showdown in Gothams Kathedralen führt. Und dass der Joker mittlerweile auch eine krankhafte Zuneigung zu Bruce Waynes Liebschaft Vicki Vale entwickelt, entschärft den Konflikt auch nicht gerade. Weißt du, ohne dich hätte ich gar keine Lust mehr zu leben. Ja, auch wenn Tim Burtons Batman mittlerweile über 20 Jahre auf dem Buckel hat, ist der Film erstaunlich gut gealtert. Sicherlich mögen die Kostüme für heutige Verhältnisse etwas altbacken aussehen und insbesondere der eingeschrottete Prince-Song blickte damals schon arg deplatziert. Heute sticht der Song richtig negativ ins Gewicht, weil es die an sich zeitlose Kulisse schon arg auf die späten 80er festnagelt. Hier muss man allerdings Tim Burton zugutehalten, dass er die auch nicht mochte, allerdings seitens Warner Brothers die Auflage bekommen, diesen Song einzubauen. Künstlerisch leider eine desaströse Entscheidung. Ungeachtet dessen Manko ist Tim Burtons Batman selbst heute noch ein wirklich guter Film. Jack Nicholson feiert einen wirklich diabolischen Joker ab und spielt so ziemlich alle anderen Figuren an die Wand. Die Atmosphäre ist selbst heute noch richtig schick anzusehen und Burton nahm die Figuren, was bei Comic-Verfilmungen ja auch nicht selbstverständlich ist, wirklich ernst und zeigt Interesse an ihren Entwicklungen, statt sich einfach nur auf bunte Kostüme und wirklich gut aussehende Kulissen zu verlassen. Der wirklich brillante Soundtrack von Danny Elfman tut sein Übriges, die Atmosphäre nochmal zu verstärken, also die Atmosphäre bei Batman ist selbst heute wirklich fast nahezu perfekt. Und im Gegensatz zu Christopher Nolans zweifelsohne ebenfalls sehr guten Batman-Film, wirkte Tim Burtons Version des Batman-Universums weitaus fantasy-lastiger. Und ja, da Batman damals nicht nur bei mir eben auf große Begeisterung stieß, sondern auch beim restlichen Publikum und auch bei Kritikern eine sehr positive Resonanz bekam, also Batman war damals wirklich so das Kinoereignis 1989, war es natürlich auch naheliegend, dass es auch die üblichen Videospiel- und Computerspielversoftungen gab. Und eine davon war von Ocean, also Ocean hatte damals die Rechte für die Computerspielumsetzungen. Und ja, ich weiß, normalerweise sind Computerspiele, die auf Filmen basieren, meistens sehr, sehr mäßig. Aber Ocean hat mit Batman the Movie eigentlich tatsächlich einen recht guten Job abgeliefert. Und da ich damals eben generell sehr großer Batman-Fan war, also bin ich eigentlich heute noch, hat mir damals natürlich auch das Spiel sehr gut gefallen. Und ich stelle jetzt einfach die C64-Version mal ein bisschen näher vor und spiele jetzt einfach mal durch. So, ja gut, da Batman the Movie halt eine Filmumsetzung ist, wird jetzt hier einmal am Anfang ganz kurz erklärt, welche Szene im Film jetzt gerade praktisch nachgespielt wird. Im Film gab es auf jeden Fall eine Szene, wo Jack Napier, der später zum Joker wird, in der Chemiefabrik einbricht und Batman halt jetzt gerade versucht, ihn dingfest zu machen, was halt darin resultiert, dass Jack Napier später in diesen Säurebehälter fällt und zum Joker wird. Aber ich leg jetzt los. Ja, Batman the Movie besteht insgesamt aus 5 Levels, wobei die erste und die 5. Level etwas umfangreichere Plattformabschnitte sind, während Level 2 bis 4 eigentlich nur aus so recht kurzen Minispielen bestehen. Die Minispiele sind jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber ja, sind allerdings trotzdem ganz in Ordnung, weil sie halt diesen Plattformteil so ein bisschen auflockern. Also das ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Ja gut, wer sich so ein bisschen mit 80er Jahre Videospielgeschichte auskennt, der wird das wahrscheinlich jetzt auch direkt wiedererkannt haben, Batman the Movie. Also zumindest die Plattform-Levels. Orientieren sich doch ganz stark am Bionic Commando. Bionic Commando war Mitte der 80er, 1985 kam das raus. Ah, hier muss ich schwingen. Da habe ich damals auch ein Weilchen gebraucht, bis ich das kapiert habe. Also damals mit 13, 14 Jahren, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Aber zurück zu Bionic Commando. Bionic Commando war 1985 ein Spielhallentitel von Capcom. Ich werde aber nach dem Level hier gleich mal kurz Bionic Commando anspielen. Ja, ich habe das jetzt vor der Aufnahme ein paar Mal geübt, damit ich hier ein bisschen souveräner durchkomme. Ich muss aber auch sagen, dass ich Batman the Movie auch schon seit einigen Jahren nicht mehr intensiver gespielt habe, deshalb so 100% sicher bin ich jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, ich werde wohl... Ach Mist. Ich denke mal, ich werde wohl durchkommen. Batman the Movie war Anfang der 90er auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele für den C64. Was zum einen natürlich auch daran liegt, dass ich generell Fan von Plattformspielen bin. Ja, natürlich, und insbesondere hat mich der Film Batman the Movie, also der von Tim Burton, worauf dieses Spiel eben auch basiert, als Kind total begeistert. Ich war mit 13 Jahren im Kino und war von da an totaler Batman-Fan, was ich ja teilweise auch heute noch bin. Und ja, da war das natürlich auch naheliegend, dass ich mich recht schnell in das Spiel verliebt habe. Und deshalb bin ich dann auch relativ fit drin, auch wenn ich mittlerweile ein bisschen eingerostet bin. Wie gesagt, ich habe es halt eine Zeit lang fast jeden Tag gespielt. Aber die letzten paar Jahre ist das halt doch ein bisschen liegen geblieben. Ah, da oben ist jetzt übrigens auch schon Jack Napier. Ja, ja, gut. Also im Film hat Batman ja eigentlich noch versucht, ihn zu retten, bevor er in diesen Säuretank fiel. Aber hier schmeiße ich ihn direkt mal rein. Das beißt sich natürlich auch mit den Comics, weil Batman ja eigentlich diesen Kodex hat, definitiv nicht seine Gegner zu töten. Aber ja gut, da wollen wir jetzt mal drüber hinwegsehen. So, an dieser Stelle mache ich einmal ganz kurz einen Schnitt. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Batman the Movie die Plattform-Levels sehr stark auf Bionic-Kommando basieren. Und ja, man musste halt mit Super Joe, dem Quecksoldaten, der hieß wirklich so, das habe ich jetzt nicht erfunden, sich eben auch durch 5 Levels schießen und schwingen, um das Spiel abzuschließen. Ja, jetzt für die jetzige Sendung ist das relativ irrelevant. Ich wollte jetzt nur einmal ganz kurz so ein bisschen die Beziehung zwischen Batman the Movie und dem 4 Jahre älteren Bionic-Kommando nochmal kurz darstellen. Damit geht es jetzt auch direkt weiter mit Batman the Movie. So, jetzt befinde ich mich bei der Stelle im Film, wo halt Batman mit Vicki Vale vor dem Joker geflohen ist und anschließend eben mit dem Batmobil durch die Stadt jagt, um halt die rettende Bathöhle zu erreichen. Und ich starte jetzt auch direkt. Die Level ist auch relativ einfach, die ist auch sehr kurz. Ich muss jetzt einfach nur durch die Stadt fahren, permanent den anderen Autos ausweichen, weil ich sonst Schaden nehme. Und immer, ihr seht ja oben den Pfeil, der mich auch so ein bisschen führt. Und ja, ich muss halt den Pfeilen folgen, wo ich eben lang muss. Das ist alles recht simpel. Ich muss natürlich aufpassen, nicht irgendwie versehentlich in die falsche Einfahrt zu fahren. Sonst muss ich nämlich einen Abschnitt nochmal machen. Oder die Einfahrt zu verpassen, das sollte ich auch nicht tun, weil es gerade eine Polizeisperre und da Batman jetzt noch nicht so als Wohltäter anerkannt ist, sollte man die Polizei vielleicht mal meiden. Sprich, ich verliere ein Leben, wenn ich in Polizeisperre reinrase. Oben sieht übrigens dieses Joker-Gesicht, also momentan ist es noch ein Batman-Gesicht, immer wenn ich Schaden nehme, verwandelt sich das ein Stück weiter in den Joker. Wenn das Joker-Gesicht halt da völlig komplett aufgetaucht ist, verliere ich ein Leben, also Energie ist dann leer und ja, ich verliere halt ein Leben. So, ich gehe jetzt nochmal auf den Film zurück. Es gab im Film ja die Szene, wo der Joker die Lebensmittel und Kosmetikartikel in Gotham vergiftet hat, die in bestimmten Kombinationen tödlich wirken. Ich bin jetzt am Bettcomputer dran und muss jetzt eben versuchen, die Kombinationen rauszufinden, welche Artikel halt in welcher Verbindung tödlich sind, und das mache ich jetzt auch. So, ich muss halt 3 finden. 2 sind schon mal richtig, ihr seht da drunter immer eine Zahl. Okay, ich weiß jetzt, die ersten beiden sind schon mal die richtigen. Jetzt geht es darum, die dritte zu finden. Das geht übrigens auch auf Zeit, die übrigens ganz schön knapp ist. Und ich habe auch nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Und die Musik macht einen hier fast kirre. Auch geschafft. So, jetzt bin ich auch fast am Ende des Spiels angelangt. Also der Film war ja auch schon fast am Ende. Ja, jetzt gibt's halt die Szene im Film, wo der Joker halt mit diesen Heißluftballons, also mit diesen Ballons da versuchte, Gotham City komplett zu vergiften. Und ich muss jetzt halt mit dem Batwing versuchen, die Seile zu durchtrennen und die Luftballons in die Atmosphäre zu schicken, um Gotham zu retten. Und ich leg jetzt auch los. Die Level ist recht langweilig. Ja, ich muss jetzt halt, ihr seht es ja gerade, ich muss jetzt die ganzen Seile durchtrennen, um die Ballons hier hochzuschicken. Und halt eine bestimmte Zeit durchhalten. Immer wenn ich einen Ballon durchlasse oder zum Platzen bringe, verliere ich ein bisschen Lebensenergie. Und ja, ich muss halt, wie gesagt, da oben ist der Counter. Noch 2 Minuten 15, 14, 13, 12, 11 Uhr. Und ja, die Zeit muss ich jetzt halt durchhalten. Und möglichst wenig Ballons durchlassen. Übrigens, wenn ihr euch gerade wundert, warum ich momentan nur auf und ab fliege, die Steuerung ist hier ein bisschen mies. Also auf und ab ist noch relativ einfach zu steuern. Sobald ich versuche, nach vorne und hinten zu fliegen, ihr seht es gerade, wird das recht hakelig. Ja, deshalb habe ich mir dann irgendwann mal angewöhnt, den Batwing wirklich still zu haben, nur rauf zu halten, nur rauf und runter zu fliegen. So erwische ich zwar nicht alle Ballons, aber habe dann doch eine etwas bessere Überlebenschance. Die Grafik von Batman The Movie, also das Spiel kam ja 1989 raus. Die Grafik ist, ja, würde ich als überdurchschnittlich bezeichnen. Also 1989 war grafisch eigentlich schon weitaus mehr auf dem C64 möglich. Also da hatten die ganzen Programmierer schon die richtig guten Tricks drauf. Und ja, Batman The Movie ist grafisch halt dennoch recht ansprechend. Also ich will es wirklich als überdurchschnittlich bezeichnen. Auch wenn es damals schon weitaus bessere Grafiken gab. Aber für eine Filmlizenz ist es eigentlich eine sehr gute Umsetzung. Also generell sind Filmlizenzen, also ist ja heute eigentlich auch nicht anders und damals war es genauso, waren Filmumsetzungen, also Videospiele von Filmen, eigentlich meistens sehr, sehr mäßig. Aber Batman The Movie ist für eine Filmumsetzung eigentlich sehr, sehr gut. Ist jetzt sicherlich nicht das Spiel, das durch zum ewigen Kultklassik hat, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Umsetzung. Jetzt habe ich es auch gleich schon fast geschafft. Die letzten 6 Sekunden. So, jetzt bin ich auch im letzten Level. Ja, jetzt bin ich halt in der bereits angegebenen Gotham City Kathedrale. Der Joker ist halt ganz nach oben geflüchtet mit Vicki Vale im Schlepptau, die ich eigentlich ganz gerne wieder hätte. Muss jetzt halt ganz hoch zur Kathedrale, dem Joker folgen und im Anschließen an der Flucht hindern und von der Kathedrale stoßen. Und damit fange ich jetzt auch an. Die Level finde ich übrigens musikalisch und atmosphärisch richtig schick. Deshalb werde ich jetzt auch erstmal ruhig sein, damit ihr die Musik auch ein bisschen genießen könnt. Die Level ist übrigens teilweise recht verwinkelt. Ich meine, ich kenne den Weg hier mittlerweile halbwegs. Aber ich habe damals echt lange gebraucht, bis ich hier den richtigen Weg gefunden habe. Weil das doch ganz schön knifflig zu finden ist. Zumal der Level ganz schön lang ist. Ich meine, gut, ist halt auch der Abschlusslevel. Wie ich bereits sagte, ich finde den Level atmosphärisch ja richtig schön. Also ist definitiv ein... Also das ist wirklich ein würdiger Abschlusslevel. Doch, also... Finde ich schön. Aber ich sagte ja bereits, ich mag das Spiel. Oh ne, hier bin ich falsch. Ne, da war ich doch richtig. 1992 erschien ja auch der Nachfolger von dem Batman-Film, also auch von Tim Burtons Batman. Batman Returns, der ja auch, wie erwarten, relativ einschlug. Und so sollte es damals eigentlich auch einen Nachfolger gegeben haben, auch für den C64. Die Programmierarbeiten begannen sogar schon, es gab sogar schon die ersten Vorberichte in Videospielzeitschriften und Computerspielzeitschriften. Da 1992 der C64-Markt aber schon recht uninteressant war, ich meine, kommerziell war der C64 damals wirklich schon am Ende, ist das Spiel dann leider auch eingestellt worden. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, also wenn Batman Returns, also jetzt das Spiel, auch so die gleiche Qualität wie das hier gehabt hätte, wäre es echt ein netter Titel geworden. Ah, ich bin oben. Au. Wow, meine Energie. Okay, hier ist auch der Joker. Er versucht gerade hier zu flüchten. Jetzt mit dem Batarang hinterher. Und wie gesagt. Bei der Stelle gerade musste ich mich übrigens ein bisschen beeilen. Also wenn ich nicht schnell genug bin oder einen Joker verfehle, flüchtet er mit dem Helikopter und haut ab. Und das Spiel ist dann eben Game Over. Also ich verliere dann auch kein Leben oder sowas, sondern das Spiel ist komplett Game Over und ich muss von vorne beginnen, um es dann eben nochmal zu versuchen. Aber ich habe es geschafft. Na gut, nach Batman the Movie möchte ich die Sendung heute abschließen, indem ich jetzt nochmal 2 Batman-Comics vorstelle. Ich werde jetzt keinen Rundumschlag durchs ganze DC-Universum machen, aber zumindest möchte ich so 2 Comics vorstellen, wo ich mir denke, dass man auch so als Anfänger oder als Außenstehender, falls man die Comics dann mal lesen möchte, einen ganz guten Einstieg hätte. Und ja gut, das wäre dann einmal Year One und The Man Who Laughs. Und ja, damit fange ich jetzt auch direkt an mit der Besprechung. 1987 war das Batman-Universum mittlerweile schon fast 50 Jahre alt. Und auch wenn in diesen 50 Jahren einige Klassiker erschienen sind, war die Figur mittlerweile doch schon etwas angestaubt. Insbesondere die 60er Jahre haben dem düsteren Ritter nicht ganz so gut getan, da aber nach 50 Jahren trotzdem noch alles irgendwie im Batman-Universum verankert war, also irgendwie, es gab dann auch etliche Paralleluniversum, aber da blicken selbst die meisten Fans heute nicht mehr so ganz durch, entschied man sich wenigstens erstmal Batmans Entstehungsgeschichte nochmal neu zu erzählen. Ja, das war dann Batman Year One und das Comic wollte ich jetzt vorstellen. Die Geschichte beginnt mit Lieutenant Gordon, der offensichtlich unfreiwillig gerade nach Gotham City versetzt wurde und mit einem durch und durch korrupten und sehr brutalen Polizeisystem konfrontiert wird. Und dass ehrliche Polizisten, wie eben Lieutenant Gordon, in Gotham City nicht den besten Stand haben, spürt er eben auch sehr schnell im eigenen Leibe. Zeitgleich lernen wir Gothams Milliardär Bruce Wayne kennen, der sich nach langer Abwesenheit seine Heimatstadt mal wieder ansieht und direkt in eine Schlägerei mit einem Zuhälter und einigen Prostituierten gerät. Ironischerweise stößt er hier erstmalig mit der Prostituierten Selina Kyle zusammen, die im Laufe des Batman-Universums eine gewisse Hassliebe verbinden soll, aber dazu später. Dass Bruce Wayne übrigens als verwöhnter Milliardär über eine sehr hervorragende Kampfausbildung verfügt und sich nachts mit Zuhältern prügelt, ist kein Zufall. Wayne wurde als Kind Zeuge, als seine Eltern nachts überfallen und ermordet wurden. Und da Gotham City mittlerweile schon sehr, sehr korrupt und sehr kriminalitätsbelastet ist und Bruce Wayne die Stadt eigentlich mag, also es hat schon seine Heimatstadt, beschließt er dann letztlich etwas Mächtigeres zu werden, um Gothams Kriminalität effektiv bekämpfen zu können. Und klar, wie es der Comic-Titel schon sagt, ist diese Verwandlung in was Effektiveres dann natürlich Batman. Sonst wäre es ja nicht Batman Year One. Nun, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, für den Fall, dass es noch Leute gibt, die Year One noch nicht gelesen haben, aber die es vielleicht noch tun möchten. Batman Year One zählt heute als Klassiker der modernen Comic-Literatur und das nicht nur innerhalb des Batman-Universums. Wie ihr selbst gesehen habt, ist der Zeichenstil wirklich sehr rau und fängt die trostlose Atmosphäre Gotham Cities wunderbar ein. Year One legte damals auch den Grundstein für modernere Batman-Geschichten und ist heute praktisch der Maßstab, auf den alle Geschichten so seit den 80ern wirklich dann auch basierten. Interessant ist eben auch nicht nur, dass hier so die wachsende Beziehung zwischen Gordon und Batman neu erzählt und eingeläutert wurde. In Year One wird auch die Entstehungsgeschichte von Selina Kyle, die dann im Laufe der des Batman-Universums zur Catwoman wird, auch nochmal neu erzählt, deren Entwicklung unmittelbar mit Batman verbunden ist. Ich habe hier die englischsprachige Version, allerdings gibt es von Year One auch eine deutsche Übersetzung, die man eigentlich recht gut bekommen kann. Also wer sich schon immer mal mit den Comics auseinandersetzen wollte, aber irgendwie nie so wusste, womit er anfangen soll, das Batman-Universum ist sehr stark verschachtelt mittlerweile, dem kann man Year One eigentlich wirklich empfehlen. Aber kommen wir zum nächsten Comic, The Man Who Laughs. Ja, wie es das Comic schon zeigt, behandelt The Man Who Laughs einen von Batmans populärsten und persönlichsten Widersachern, den Joker. Um genau zu sein, wird hier die Geschichte seines ersten Auftretens nochmal neu erzählt. Die Ereignisse beginnen, als in einer abgelegenen Fabrik unzählige, bizarr verzerrte Leichen gefunden werden. Sicherlich ist Gotham City im Allgemeinen nicht dafür bekannt, eine sonderlich sichere Stadt zu sein, dennoch fällt der Leichenfund durch seine ungewöhnliche Brutalität dennoch auf. Wirklich beunruhigend jedoch ist der Verdacht, dass die Opfer nicht das eigentliche Ziel waren, sondern lediglich zu Übungszwecken ermordet wurden. Ein Verdacht, der schnell Gewissheit wird, als ein bizarr grinsender Mann in den Medien ankündigt, einige von Gothams Wirtschaftsgrößen zu ermorden, inklusive der genauen Person und des genauen Todeszeitpunktes. Und nachdem ihm das, trotz versteckter Sicherheitsmaßnahmen, auch zweimal gelingt, ist die Angst in Gotham natürlich groß. Wirklich erschreckend hinter den Taten ist die komplett fehlende Motivation bzw. irgendwelche Ziele des Jokers. Und während die Ermittlungen laufen, wer hinter dem Joker steckt bzw. was seine nächsten Pläne sind, bricht dieser in Gothams Verwahrungstrakt für psychisch kranke Gewalttäter ein und lässt diese auf Gotham los. The Man Who Laughs ist eine der kürzeren Batman-Geschichten und hat in der Batman-Mythologie leider nicht die Bedeutung wie beispielsweise Year One, das ich gerade vorstellte. Das ist eigentlich schade, weil auch The Man Who Laughs eine wirklich gute Geschichte erzählt, die den Joker hervorragend einführt und auch neu definiert. Eine deutschsprachige Ausgabe von The Man Who Laughs ist mittlerweile etwas schwierig zu bekommen. Die Geschichte wurde vor einiger Zeit in einer Batman-Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht, die mittlerweile aber vergriffen ist. Aber wer des Englischen mächtig ist, kann auch mit dem Comic nichts falsch machen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber einmal herzlich bei M.G. Rizzello bedanken, der mir für dieses Comic-Review seine Musik zur Verfügung stellte, wodurch das Ganze wirklich deutlich cooler klingt. Ja gut, damit endet auch die heutige Folge von Kraut und Rüben und Videospiele. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja gut, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Nächste Folge möchte ich mich Batman widmen. Das ist der hier. Erstmal angeben. Ja, ein weiterer, einer meiner ewigen Lieblingsfilme, aber da erzähle ich nächste Folge mehr zu. Und ich sag mal, tschüss, bis zur nächsten Folge.